Milzleitbahn. Wir beginnen mit Milz 1. Milz 1 liegt im medialen Nagelfalzwinkel. Wir nehmen also die senkrechte und die waagerechte und finden an dieser Stelle Milz 1. Milz 2 liegt distal des Zehengrundgelenkes. Und wir achten darauf, dass wir unterhalb des Knochens bleiben. Okay, Milz 2. Milz 3 liegt proximal des Zehengrundgelenkes. Wir achten darauf, dass wir unter der Metatarsalen bleiben. Hier ist die Metatarsale. Dann fällt man eigentlich schon in diesen Punkt rein. So. Milz 4, der Lowpunkt, liegt distal der oberen Verdickung der ersten Metatarsalen. Milz 5, Metallpunkt, liegt unterhalb und vor dem Knochen des inneren Malleolus. In dem Kreuzungspunkt dieser beiden Linien liegt Milz 5. Um Milz 6 zu finden, müssen wir den Unterschenkel in 15 Zun unterteilen. 15 Zun sind zu finden zwischen Kniegelenksspalt und höchster Erhebung des Malleolus. Wir nehmen den unteren Abschnitt der 5 Zun und unterteilen den in 5 gleiche Abschnitte. Und dann finden wir in 1, 2, 3 Zun oberhalb des Malleolus hinter der Tibiakante schöne Lücke und finden dort Milz 6. Milz 7 liegt 3 Zonen oberhalb. Wir können also diese Strecke einfach übernehmen. 3 Zonen, Milz 7. Und nähern uns jetzt wieder der Tibiakante. Für Milz 8 erneut die 15 Zonen unterteilen. Denn Milz 8 liegt 10 Zonen proximal vom Malleolus oder 5 Zonen distal von Kniegelenksspalt. An der Tibiakante direkt. Auf Höhe der Tuberositas tibiae, in der Beugung, die die Tibia macht, weil der Tibiakopf sich dort abbildet, liegt Milz 9.